Moin so Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, das Bike sieht ein bisschen anders aus, ist vollgepackt, hat auch einen Grund, denn ich bin gerade in Flensburg, habe hier gerade angehalten bei der Tankstelle, bisschen was gegessen, warte jetzt auf die Flensburger Jungs und dann geht's weiter Richtung Dänemark, weil dieses Wochenende findet wieder das Motorfestival auf Rømø statt. Was ich auf keinen Fall verpassen möchte. Wetter spielt nie so ganz mit. Ich bin schon ein bisschen nass geworden. Aber ich hoffe, das legt sich noch. So Freunde, der Regen ist vorbei. Alle haben sich jetzt versammelt. Und jetzt geht's Richtung Dänemark. Aber die waren nett, alles gut. Ja, die sind auch meistens nett. So Freunde, wir sind jetzt hier an unserem Ziel angekommen. Skirbeck oder Skirbeck, keine Ahnung wie man das hier nennt. Auf jeden Fall hier ist der Campingplatz. Ich hoffe, dass wir da noch ein paar Stellen bekommen. Wir haben dieses Jahr halt nichts gebucht und sind dann einfach hierher gefahren. Ohne Bändchen. Ja Mann, das ist so geil. Sitzen hier einfach das ganze Wochenende und gucken sich die Bikes und die Autos an. In Deutschland hätten die eher da gesessen und die ganzen Autos und Motorräder gezählt, die hier vorbeifahren und dann eine Anzeige zu machen. Schon geil, überall die Flaggen, dänische Flaggen. Ja, Dänemark ist schon ein geiles Land. Kann man nichts zu sagen. Junge, ey. Crazy. Einen Zeltplatz haben wir zum Glück bekommen. Und jetzt machen wir noch eine kleine Spritztour zu der Insel Rømø. War einfach wieder richtig Glück mit dem Wetter gehabt. Vorhin hat es richtig geregnet. Und jetzt einfach so ein traumhaftes Wetter. Ich hoffe, das bleibt bis morgen so.
ist das geil. Alter, richtig geiler Strand. Mann, wer das hier nicht selbst erlebt, ey, der verpasst was in seinem Leben. Also so voll war es bis jetzt hier noch nie am Vortag. Ich will nicht wissen, was hier morgen so alles abgeht, ey. Wenn das jetzt schon so voll ist. Alter, guckt euch das mal hier an, was hier abgeht, ey. Die Campingplätze hier auf der Insel sind schon seit Monaten alle ausgebucht. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, Freunde, wir fahren jetzt zurück zum Campingplatz, hauen ein paar Würstchen auf den Grill und dann checken wir mal ab, was da so auf dem Campingplatz abgeht. Die Autos und die Bikes. Da würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Guten Morgen, Freunde. Heute ist der Samstag, also ein Tag später. Und wir wollen gleich erstmal auf die Insel. Ich bin schon mal hier vorgefahren und warte auf die Kollegen. Und dann geht es auf jeden Fall gleich los. So, Freunde, jetzt geht es ab zur Insel. Wurde jetzt aber auch langsam Zeit. Ich hoffe, dass der Damm jetzt nicht so voll ist, dass wir so einigermaßen gut durchkommen.
Freunde, das war das Motorfestival in Dänemark auf Rømø. So Freunde, hält dich aus. Mega heiß heute. Echt geiles Wetter. Ja, Freunde, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, das wird jedes Jahr immer mehr und mehr hier. Also dieses Jahr war extrem viel los. Wir waren ja gestern schon ganz kurz hier auf dem Stand. Und das war ja da schon komplett alles voll. Ja, wie schon in den letzten paar Malen erwähnt, sollte sich das hier auf jeden Fall jeder selber mal live angucken. Hier sind einfach so viele Fahrzeuge aufeinander. Alter, die haben es aber ehrlich, wa? Hier sind auf jeden Fall so viele Fahrzeuge, Autos und Bikes aufeinander, die man so im täglichen Leben nicht zu Gesicht bekommt. Wenn du so ein, zwei Stunden da rumgelaufen bist, dann ja, da fühlt sich das so an, als ob da so ein Ford Model A was ganz Normales ist. Weil einfach so viele von den Dingern da rumstehen. Ja, Freunde, jetzt geht es erstmal wieder zurück zum Campingplatz. Nochmal den letzten Tag ordentlich chillen. Nochmal den Abend genießen. Bis es morgen früh dann wieder nach Hause geht. So Freunde, Sachen sind gepackt, jetzt geht's wieder ab nach Hause. War auf jeden Fall wieder ein geiles Wochenende. Alter, spitz die Kiste hier. Ja Freunde, Rømø Motorfestival 2024 war schon ziemlich voll dieses Jahr, auch der Campingplatz. Hat aber echt Bock gemacht, auf jeden Fall eine richtig geile Veranstaltung. Ist schon mittlerweile quasi eine Tradition hier geworden. Ja Freunde, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wer auch hier war und sich das Ganze angeschaut hat. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein und viel Spaß. Ciao.